Der Schutz und die Sicherheit der einheimischen Bevölkerung haben oberste Priorität eines Staates. Kriminelle entwickeln sich in ihrer Technik weiter. Neue Straftatbestände entstehen, die bislang rechtlich kaum erfassbar sind. Terror, Amoklauf, ganz besonders auch Stalking, erfordern neue Möglichkeiten für die Polizei, auch einzugreifen. Was ist besonders wichtig dabei? Alles, was wir jetzt in Bayern gemacht haben, dient den Vorgaben und basiert auf der Grundlage des Datenschutzes und des Rechtsstaates. Alles ist mit richterlicher Überprüfung oder mit entsprechender Datenkontrolle. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir nicht nur einfach mehr Stellen bei der Polizei haben, das ist der eine Teil, sondern dass wir die Polizei auch in die Lage versetzen, die Bürger zu schützen. Meine feste Überzeugung ist, ich gehe fest davon aus, dass dieses Gesetz Leben retten wird. Und für mich ist auch ganz entscheidend, dass wir uns nicht immer nur über die Psyche der Täter unterhalten, sondern vor allem daran arbeiten, dass Menschen in Bayern nicht zum Opfer werden. Wir nehmen alle Sorgen ernst und deswegen ist auch wichtig, dass wir im Dialog darüber reden und aufklären, welche einzelnen Maßnahmen da dahinter stehen und auch klar machen, dass alles verfassungsgemäß ist, sogar im Gegenteil ein Mehr an Bürgerrechten, ein Mehr an Datenschutz ist, als es bislang der Fall war. Aber klar ist auch, es wird manchmal mit Vorurteilen gearbeitet, die nicht ganz fair sind. Es werden Fake News in die Welt gesetzt, auf die viele dann auch sehr sensibel reagieren, zu Recht. Wenn ich sowas hören würde, wäre ich das auch. Deswegen Dialog, Information, auch Begleitung des Polizeigesetzes durch eine intensive Kommissionsarbeit eines ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten und Datenschützer, um zu zeigen und zu erleben und zu begleiten, was das in der Praxis bedeutet. Aber eben auch eine klare Botschaft, wir nehmen den Dialog ernst, aber Blockade aus parteipolitischem Interesse in der Hoffnung, damit die Sicherheit in Bayern zu schwächen, das kann nicht der Weg sein. Ich bin der festen Überzeugung, am Ende wird das Polizeiaufgabengesetz in Bayerns eine Blaupause sein für viele Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland. Kommunikation und Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, man muss sich mit jedem Argument auseinandersetzen. Man muss alles gewichten, man muss sich dem stellen. Manchmal wundere ich mich aber gerade, was in den sozialen Netzwerken auch an Einzelhass, an Ablehnung, an wirklich unter der Gürtellinie an Posts erfolgt. Wem es nicht gefällt, das sei an der Stelle gesagt, der muss ja ein solches Argument gar nicht gewichten, der kann auch was anders schauen. Wer aber Lust hat zu diskutieren, der sollte einfach versuchen, sich selbst ernst zu nehmen und andere. Und sollte Respekt und Würde als obersten Maßstab haben für jede demokratische Diskussion. Wir hatten in Deutschland Zeiten, in denen dieser Respekt und Würde als erstes verloren gegangen ist und aus schlimmen Gedanken folgen böse Worte und irgendwann vielleicht anderes. Das sollten wir uns nicht antun. Deswegen einfach an jeden einfach nochmal für sich selber zu überlegen, was man postet, wie man reagiert, in welcher Sprache und ob man den anderen, sei es einen Mitdiskutanten, sei es einen Politiker, sei es aber auch einfach ganz normale Partner in der Diskussion, ob man sie herabwürdigen muss. Ich bin für faire und harte Diskussionen, in der Sache sehr, aber bitte mit Anstand und Würde.